Ein authentischer Erinnerungsort, das trifft zweifellos auf das Kapperhaus in Leipzig zu, denn hier ereignete sich im April 1945 Geschichte. Die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges, die Befreiung Leipzigs und ihre Opfer festgehalten von einem, der damals schon als größter Kriegsfotograf der Welt galt, eben Robert Kapper. Seine Fotoserie über einen sterbenden US-Soldaten in eben jenem Leipziger Haus, heute Jahnallee 61, wurde zur fotografischen Ikone. Nicht die einzige Verbindung Kappers zu Leipzig. Seine Frau Gerda Taro, ebenfalls Fotografin, verbrachte ab 1929 bis zu ihrer Emigration einige Jahre in Leipzig. Robert Kapper, der immer dicht dran sein wollte, mit seinen Fotos unmittelbar und damit den Betrachter berühren wollte, ins Geschehen mit einbeziehen. Vor 70 Jahren wurde ihm diese Haltung zum Verhängnis. Er starb im Krieg am 25. Mai 1954. Unser Stichtag von Sven Hecker beginnt aber in Leipzig. Last Man to Die, der letzte Tote, so ist das Bild eines sterbenden Soldaten betitelt, aufgenommen in einem Leipziger Haus im April 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, von Robert Kapper. Allerdings, wer der tote US-Soldat ist, das blieb lange unbekannt, bis der Leipziger Dietrich Braumann einen damaligen GI ausfindig machte, der sich an den Namen seines Kameraden erinnerte. Raymond G. Bowman. Jetzt wird ein ganz anderer Kontext eröffnet, der uns eigentlich nochmal klar macht, wie die Lage damals gewesen ist und wie dieser historische Wimpernschlag, der von Kapper festgehalten worden ist, entstanden ist. Schon damals, im Leipziger Frühjahr 1945, war Robert Kapper eine Legende, ein Mann für historische Nahaufnahmen, vor allem im Krieg. Fotograf wird Kapper eher auf Umwegen, nicht immer Freiwilligen. 1913 in Budapest, als André Friedmann geboren, die Eltern gutbürgerlich jüdisch, führen einen Modesalon. 1931, mit 18, flieht er aus seiner Heimat. Rastlose Jahre beginnen für den Juden und Linken. Der Fotohistoriker Ulrich Rüther. Er musste Ungarn verlassen, weil er sich politisch einmischte und geäußert hatte. In Deutschland hat der aufkommende Faschismus ihn vertrieben. Über Wien gelangt er dann nach Paris und von Paris nach Amerika emigriert 1939. In Berlin lernt er bei einer renommierten Bildagentur das Fotografieren. Später in Paris begegnet er Frauenschwarm der Liebe seines Lebens. Gerta Pohorylle, eine deutsche Jüdin, Immigrantin wie er. Um ihre Fotos besser verkaufen zu können, ändern beide ihren Namen. Als Robert Kapper und Gerda Taro gehen sie 1936 nach Spanien, um über den Bürgerkrieg dort zu berichten. Mit kleinen, tragbaren Kameras kommen sie dem Krieg ganz nahe und damit auch Kappers Ideal des Fotojournalismus. Ist das Foto nicht gut? Warst du nicht nah genug dran? Kappers glückliche Lebens- und Arbeitsgemeinschaft endet 1937, als Gerda Taro tödlich verunglückt. Kapper selbst ist schon zuvor berühmt geworden mit dem Foto eines fallenden Soldaten. Das Bild wird zur Ikone des Bürgerkriegs. Später allerdings kommen Zweifel daran auf, wie authentisch diese, aber auch andere Aufnahmen sind, wie viel dabei vielleicht inszeniert wurde. Kapper indes hatte einmal zu Protokoll gegeben: Die Wahrheit ist das beste Bild, die beste Propaganda. Nach Kriegsende gründet Kapper 1947 mit Henri Cartier-Bresson und anderen Fotografenkollegen eine eigene Bildagentur, die legendär werden sollte, Magnum. Sie wollen selbst über ihre Bildwerke bestimmen. Im Mai 1954 geht Kapper für einige Wochen nach Indochina, wo die Kolonialmacht Frankreich gegen die vietnamesische Unabhängigkeitsbewegung Krieg führt. Er soll Fotos für das Life Magazine machen. Richard Whelan, Kappers Biograf. Aber er wollte nicht hinter den Soldaten mit den Minensuchgeräten herlaufen, denn er hatte keine Lust, sie nur von hinten zu fotografieren. Das war nicht sein Stil. Er wollte ihre Gesichter fotografieren. Also musste er nach vorn. Ein tragischer Fehler. Er trat auf eine Mine und wurde getötet. Am 25. Mai 1954. Robert Kapper, der Fotograf, der dem Krieg so nah wie möglich kommen wollte, stirbt mit 40 Jahren im Krieg.
Und eine Info vielleicht noch, das Kapperhaus in der Jahnallee 61 in Leipzig, das hat von Dienstag bis Freitag 11 bis 16 Uhr geöffnet, an jedem dritten Sonntag im Montag auch von 11 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, Führung gibt's auf Anfrage. Das war unser Stichtag.